könnt ihr schon wieder brauchen. Unser nächster Gast. Die allerwenigsten Mädchen sind glücklich, wenn sie dauernd mit Mutti verglichen werden. Meinem nächsten Gast bleibt fast keine andere Wahl, denn ihre Mutter ist eine Legende. Sie sieht ihr sehr ähnlich und sie hat den gleichen Beruf ergriffen. Romy Schneider war eine der großen deutschen Schauspielerinnen, die allerdings bei uns hier nie so recht glücklich wurde. Umso mehr freut es uns, dass ihre Tochter jetzt einen Film fürs deutsche Fernsehen gemacht hat und heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen, Sarah Biasini. So. Jetzt sind wir hier wie die Raben auf der Stange, alle in Schwarz. Herzlich willkommen. Du sprichst Französisch heute Abend mit uns, deine Muttersprache. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass du wenigstens ein bisschen Deutsch zu Hause gelernt hast, aber wenig, ne? Ein bisschen, bisschen. Ich freue mich, in Nürnberg zu sein. Na bitte, das reicht uns doch schon. Wir haben von dir natürlich jetzt einige Fotos in der deutschen Presse gesehen. Du hast einen deiner ersten Fernsehauftritte in Deutschland bei mir gehabt. Das war vor gut 10 Jahren. Da warst du noch ganz klein. Hast du dich inzwischen an die Öffentlichkeit gewöhnt? Macht es dir Spaß? Oder würdest du wie viele Schauspielerinnen eigentlich lieber deinen Filmjob machen und dann verschwinden? Nein, die Leute sind alle sehr, sehr nett zu mir, sehr freundlich. Das ist sehr angenehm, das macht mir Spaß. Überall werde ich sehr schön aufgenommen, sehr nett. Und man merkt, dass die Leute wirklich sich freuen, wenn sie dich sehen. Nein, das läuft wirklich alles wunderbar. Du hast gerade eine deutsch-französische Co-Produktion gedreht, die in Frankreich ein Riesenerfolg war. Also das wissen wir schon mal, die Franzosen hat das sehr, sehr gut gefallen. Bei uns läuft es demnächst, Julie, Agentin des Königs. Klingt sehr nach Abenteuer, Mantel und Degen. Bevor wir einen Ausschnitt sehen, erzählen wir ein bisschen, worum geht es in dem Film? Nun, es geht um die Geschichte einer jungen Frau, die auf der Suche nach ihrer Herkunft ist. Und nun, es ist zuerst eine etwas naive Frau, die noch nicht so viel weiß von ihrem Leben, aber im Laufe der Geschichte wird sie allmählich zu einer Frau, wird erwachsen, wird auch sehr verführerisch den Männern gegenüber. Das alles ist wirklich interessant. Hat bestimmt Spaß gemacht. Wir gucken rein. Also wir sehen, es ist auch ein Film mit großer Besetzung, großer Action. Bitte schön, Julie, Agentin des Königs. Ich gehe weg, Vater. Ich will meine Mutter suchen. Seit 20 Jahren werde ich hier versteckt und wachse wie ein Junge auf. Aus welchem Grund? So, meine Schöne, jetzt stirbst du. Wo ist meine Mutter? Ich will sie endlich sehen. Wissen Sie, wo sie ist? Es ist mir nicht gestattet, das Beichtgeheimnis zu brechen. Dann sagen Sie mir wenigstens, wo sie ist. Ich muss sagen, wer sind Sie? Das ist unwichtig. Und jetzt beantworte Ihre Frage. Das werde ich niemals tun. Und wenn ich Sie töte? Sagen Sie nichts. Die Agentin des Königs. Ich habe da einige deutsche Kollegen entdeckt, der berühmte Bond-Bösewicht, Gottfried John. In welcher Sprache habt ihr gedreht? Ich auf Französisch und die ausländischen Gäste auf Englisch. Viele deutsche junge Männer werden jetzt sagen, ist das eine hübsche junge Frau, habe ich noch eine Chance? Nur mal so, du musst ja nicht ganz genau ja oder nein sagen, gibt es jemanden, der den Deutschen die Arbeit etwas schwerer machen würde? Also bist du schon in irgendeiner Weise festgelegt oder kann man noch hoffen, können unsere Zuschauer schreiben? Naja, das Leben ist ja ziemlich lange, nicht wahr? Okay, also Sie müssen nicht gleich schreiben, aber in der Woche vielleicht ist wieder Hoffnung. Gut, dann machen wir jetzt unsere Wette. Vielleicht verrätst du uns ja während dieser Zeit noch ein bisschen, aber es ist eine sehr spannende Action, die wir jetzt planen. Also unsere Außenwette. Hartmut Kumlehm aus Heinade wettet, dass er innerhalb von 4 Minuten mit seinem Team aus 12 Tauchern einen VW Polo samt 2 Insassen allein durch Atemluft
vom Boden eines Schwimmbeckens an die Oberfläche steigen lassen kann. Das kann man, glaube ich, gar nicht ins Französische übersetzen. Weil mit einem Citroën geht es sowieso nicht, der wäre schon verrostet. Also, wir schalten jetzt ins Hallenbad nach Einbeck. Dort wurde die berühmte Einbeckflasche erfunden. Können wir, ja, da ist Hartmut Kumlehm. Hartmut, herzlich willkommen. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an. So, und das ist dein Team. Ja, kommt gar nicht zu Wort. Das Schwimmbad ist offensichtlich voller Fans. So, Hartmut, lass uns gemeinsam noch mal die Wette erklären. Ihr habt also dort einen VW Polo versenkt. Ja, so sieht's aus. Ein Volkswagen Polo, der liegt hier im Springerbecken, möchte mal ein bisschen baden und wir wollen versuchen, ihn mit unseren Freunden, die dort drin sitzen, innerhalb von 4 Minuten an die Oberfläche zu befördern. Und die beiden haben dort im Auto auch so lange keine Luft. So, das ist der Stichpunkt für mich. Also diese beiden Herren, die jetzt dann noch mit ihrem Schwimmkerl da hantieren, werden nachher sich in dieses Auto setzen und 4 Minuten ohne Luft auskommen. Das ist eine lange Strecke. Also wenn Sie zu Hause mitmachen, werden Sie nach 3 Minuten nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Insofern, das sind diese Beutel. Da werden jetzt unsere Taucher unten Luft reinpusten. Diese Luft verdrängt das Wasser und dann wird offensichtlich der Auftrieb so stark, dass das Auto nach oben kommt. Und unseren beiden Herrschaften sollte bis dahin die Luft nicht ausgegangen sein. Richtig, Hartmut? So sieht's aus, Thomas. Und ich hat's überhaupt nicht geschafft, einen ganz, ganz tollen, herzlichen guten Abend nach Nürnberg von hier aus Almig zu schicken. Hier ist ein Wahnsinns-Event im Gange und das ist eine Wahnsinns-Show, Wetten, das, und wir freuen uns hier alle ganz, ganz riesig. Und dafür nochmal einen Applaus nach Nürnberg. Oh, na. Also, Nürnberg grüßt Einbeck, Einbeck grüßt Nürnberg. Ihr habt jetzt 3 Minuten, euch vorzubereiten. Sagt mir ganz schnell noch, wie ihr zusammengehört. Seid ihr ein Schwimmverein? Also, wo habt ihr euch 12 getroffen? Ja, wir haben uns auf einen Wettkampf vor einem Jahr mal getroffen, zufällig mehr oder weniger. Und da ist die Idee entstanden und haben dann ein Jahr lang kräftig dafür trainiert, damit wir hier heute auch eine sichere und eine schöne Wette abliefern können. Apropos hoffe, Sicherheit, Entschuldigung, du tauchst jetzt beziehungsweise schon mal ab. Wir sehen uns gleich wieder in 3 Minuten und dann beginnen wir die Wette. Bevor ich das vergesse, Sie werden sehen, es gibt an diesem Auto ein Metallseil. Dieses Seil ist natürlich für den Notfall gedacht. Dieses Auto wird nicht von uns aus dem Wasser gezogen. Dieses Seil hängt locker, das können Sie nachher feststellen. Nur wäre es natürlich fürchterlich, wenn dies in den 4 Minuten nicht schaffen und die Herrschaften da unten einfach sagen, nee, wir halten durch und dann ist es 1 Minute zu lang. Da reichen ja schon. Ja? Wir verzichten auf das Metallseil. Wir haben festgestellt, dass wir auch ohne Metallseil hier eine sichere Übung abliefern können. Na, nicht, dass ihr unseren hier Sicherheitsingenieur ertränkt habt da, denn der sieht das nicht gerne. Okay, gut, also wenn es ohne Seil geht, soll es mir recht sein, aber Sie wissen, dass wir bei allen Wetten selbstverständlich immer die Sicherheit ganz oben ansetzen. Wenn wir solche Geschichten machen, darf natürlich nichts passieren. Wie lange glaubst du, kannst du die Luft anhalten, Iris? Bei mir ist es nicht ganz so lange, aber die beiden schaffen das 4 Minuten, aber über 4 Minuten werden wir auch nicht gehen wollen und ich hoffe, wir schaffen es etwas schneller. Bei der Probe waren wir noch etwas drüber, aber... Hartmut, du willst nicht ins Wasser, gell? Der quatscht hier noch dazwischen. Hartmut, du sollst deine Wette vorbereiten. Ich rede mit den Mädels. Aber, oder du hast noch die Chance zu sagen, war alles eine Schnapsidee, wir lassen's. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ah, Evenwind. Hat sich extra schön die Zähne geputzt heute. Also, auf jeden Fall. Hartmut, kommt jetzt, ihr habt 3 Minuten, um euch vorzubereiten. Ich frage mal die Mädels hier, wie das mit Luftanhalten geht. Also was glaubst du, war die längste Situation im Leben, wo du nicht mehr geatmet hast? Ich weiß nicht, 1 Minute, aber man kann das ja mal ausprobieren jetzt, auch hier. Naja, also so lange wie die beiden. Sarah, hast du schon mal einen Grund gehabt, länger die Luft anzuhalten? 1 Minute und wirklich nicht länger. 1 Minute ist aber schon relativ lange. Also ich weiß nicht, ob ich 1 Minute schaffe. Wir machen Folgendes. Wir machen das jetzt mal hier auch. Wollte ich gerade sagen. Wenn Sarah falsch getippt haben sollte, dann muss sie 1 Minute die Luft anhalten. Aber wir sind hier. Ja, gut. Ist das ein Einsatz? Danke. Sarah, ist das ein Einsatz? Gut. Okay. Also, wenn sie sich vertippt haben sollte,
eine Minute die Luft anhalten. Also was sagst du? Du hast das Auto gesehen, du hast die Herrschaften gesehen. 4 Minuten behaupten die, können die ohne Atmen unten im Auto sitzen. Sagst du ja oder nein? Oui. Oui. Ich sag ja. Oui. Eine Französin, wenn sie oui sagt, das ist einfach, man hört es gerne. So, also sie hat gesagt ja. Wenn sie falsch liegen sollte, muss sie eine Minute Luft anhalten, haben wir besprochen. Und jetzt können wir noch ein bisschen reden. Weil wir gerade von einer deutschen großen Fernsehproduktion gesprochen haben, von einer französischen. Wir haben bis auf Depardieu eigentlich hier ganz selten Schauspieler, die aus Frankreich im deutschen Fernsehen. Hast du schon mal als Deutsch im französischen Fernsehen gespielt? Also gibt es da einen Austausch inzwischen? Ja, also, wobei, das ist sehr lange her, 30 Jahre. Oh. Le Jean de Mogador, das war eine französische Produktion, eine rein französische Produktion, aber ich glaube, in den letzten Jahren ist das auch häufiger. Die Koproduktionen sind eine ganze Menge eigentlich, die gemacht werden, ja. Kennt man in Frankreich irgendeine deutsche Serie? Also, Derrick, glaube ich, war relativ bekannt im Ausland. Könntest du dann eine deutsche Fernsehserie nennen, die in Frankreich im Fernsehen erfolgreich läuft? Nun ja, Derrick war wirklich das, was jeder gekannt hat. Sonst vielleicht auch noch die Schwarzwaldklinik, das kennt man, glaube ich, auch noch. Interessant, siehst du? Aber das hat dir Mutti erzählt, also das ist ja gar nicht mehr, Schwarzwaldklinik ist schon lange, lange her. Aber wir werden jetzt gespannt auf Einbeck warten, aber es dauert noch ein bisschen. Hast du den Hund von ihr gesehen? Ich hätte ihn so gerne, du hättest ihn ja vielleicht mitbringen können. Also Frauen sind ja ganz verrückt nach kleinen Viechern. Aber der Hund hat es dir angetan, oder es wäre... Nein, er war so hübsch. Wenn du dann, ach so, du hast die Wette ja schon verloren. Also, wenn sie ihre Wette verliert, dann musst du eine Minute die Luft anhalten und Iris muss den Hund... Und ich hole Paul. Und holt, genau. Okay. Paul versucht, die Luft auch anzuhalten. Paul okay. Berben heißt der Hund, ja. Wir werden... Der Junior. Versuch hier nicht deinen Sohn... Zu verkuppeln. Ich meine, sie hat sich also nicht ganz genau festgelegt, aber... Nein, ich hätte das jetzt beruflich versucht, einfach nur, weil Oliver ist ja Produzent. Ich habe noch gar nicht so weit gedacht, ist er schon vergeben oder sie ist er als Schwiegertochter jetzt zu sehen. Das wäre natürlich schön. Ich hätte auch einen. Aber ist schon... Ich glaube, du bist schon... Wir buhlen hier Mitte 20. Ich meine, er ist einfach zu jung und er spricht auch kein Französisch, diese Kerle. Das wird er noch bereuen. Aber gut. Jetzt werden wir... nach Einbeck schalten. Dort sind die Herrschaften bereits am Hecheln, weil sie jetzt natürlich ausatmen müssen, um dann 4 Minuten mit leerem Magen im Auto zu sitzen. So, da ist Hartmut wieder. Ah, du siehst ja noch besser aus mit Brille. 45 Sekunden. Gut, so, jetzt zählen Sie die Zeit runter und dann werden wir 4 Minuten hier nicht nur Daumen, sondern auch Luft anhalten. Sie dürfen zu Hause gerne mitmachen, wie gesagt, aber... 30 Sekunden. Jetzt werden Sie sehen, diese Damen übrigens sind nur dazu da, ein bisschen Stimmung zu machen unter Wasser. Also die gucken immer den Jungs dann ins Auge und wenn die nicht mehr reagieren, dann, ja, 15 werden wir schon Sekunden. Sehen. 15 Sekunden. So, das sind die Taucher. Diese beiden Herren im Anzug gehen dann 10, gleich ins Auto. 9, und die Damen 8, schauen nach dem 7, Rechten. 6, und ich sage 5, jetzt, top, 4, die Wette 3, gilt. 2, 1, 0. Ich beschreibe das so, das sind die beiden. Also die gehen jetzt ins Auto und damit beginnt die Welt. Und jetzt kommen die anderen Taucher mit vollen Lungen und jetzt werden sie gleich sehen. Und das sind die beiden Mädels hier, die Go-Go-Girls sozusagen. Die werden also als Unterwasserkrankenschwester notfalls tätig. Jetzt sehen Sie, wie die Luft in diese Tüten geblasen wird. Und es muss innerhalb von 4 Minuten dazu reichen, diesen Polo an die Oberfläche zu heben. So, wir zeigen Ihnen den jungen Mann durchgehend im Bild, damit Sie nicht hinterher behaupten, wir hätten da eine Plastiktüte mit Luft nachgereicht. Da geht jetzt nichts mehr. Und wir werden ihm immer genau ins Auge schauen. Natürlich werden die beiden sich selber hoffentlich nicht bemerkbar machen, wenn sie merken, es wird knapp. Noch 3 Minuten. So. Also die Luft, die er sich mitgenommen hat, die dürfte jetzt aufgebraucht sein. Und die Luft in den Tüten ist zumindest noch nicht so weit. Das ist auch immer da unten rein. Eieiei. So. Er guckt schon sehr ernst, muss ich sagen.
Aber er hört mich nicht da unten. Also und ja, jetzt kommt die, jetzt kommt das Fräulein fragen, geht's dir noch? Okay, hau ab, sagt er. Sie kennen das ja, wenn Frauen fragen, geht's denn noch? Aber so, jetzt haben wir, oh je, noch nie mal die Hälfte der Zeit. Wenn die Scheibenwischer anmacht, ist ein schlechtes Zeichen. Okay. Ja, also alles noch in Ordnung. 1,50. Keine Luft. Also da bewegt sich noch nichts, was das Auto betrifft. Hm? Hinten geht's ja hoch. Hinten geht's ja hoch. Ah ja. Aber leider sitzen die Herren ja vorne. Vorne ist auch der Motor, höre ich gerade, das macht die Sache schwerer. Jetzt fragt sie wieder. Hey, aber die Augen werden schon sehr langsam. Nee, 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 nee. 1 Minute noch. Also. Auto muss zumindest also vom Dach her auftauchen, beziehungsweise es muss so weit aufgetaucht sein, dass die Jungs wieder Luft kriegen. Ja, da kommt schon Luft aus der Hose unten, sehe ich. So, 40 Sekunden. Oh oh. Halbe Minute. Nur lass den Mann in Ruhe. Geht noch, geht noch, geht noch, ja, ja. Halbe Minute, so, ah, er klappert schon. Jetzt, oh, 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 es hebt sich. Ja, ah. Oh. Sie hat richtig getippt, du hast richtig getippt, ja. So, jetzt sehen wir noch mal hier offensichtlich in der Zeitlupe, ja, was passiert ist. Ja, irgendwie ist dann genau der Moment, wo es halt reicht. Ja, schau mal, jetzt ein schönes Bild und die Freude ist groß. Und das sind die beiden Helden hier. Jetzt sind sie wieder ganz entspannt. Hartmut in der Mitte, so jetzt lassen sie sich erstmal freuen. Hartmut, Glückwunsch, Glückwunsch, du hast zwei junge Damen hier glücklich gemacht. Und wir haben uns dann doch ein bisschen Sorgen um die beiden Taucher gemacht. So, wurde es denn, Hartmut, wurde es denn für die beiden knapp oder hätten die da noch eine halbe Minute ausgehalten? Ja, 4 Minuten haben sie ja schon geschafft, aber das ist natürlich eine besondere Stresssituation hier. Und wir wollten sie auch nicht zu lange leiden. Also sie haben das super gemacht und schon eine tolle Leistung, das unter der Belastung zu schaffen. Ja. Ich möchte mich nochmal bedanken bei Wolfgang Dafert, der mit einer der Ideengeber dieser Wette war, der ist jetzt in Wien und da auch mal nach Österreich ein ganz großes Dankeschön. Ja. So, also nicht mehr so ganz bei Puste, aber ein glücklicher Gewinner. Auto schaut aus dem Wasser raus, eine tolle Idee. Respekt vor den beiden Herren mit den großen Lungen. Erzähl mal so einfach einer von den beiden, wie fühlt man sich nach 3 Minuten ohne Luft? Denkt man da schon mal so, man geht sein Leben schon mal durch oder... Ja, nee, also nach 3 Minuten habe ich mich noch ziemlich entspannt gefühlt, aber nach 3:30 habe ich schon gehofft, langsam könnte mal sich ein bisschen Bewegung da tun und ja, habe mich wirklich gefreut, dass ich rechtzeitig oben war. Wir uns auch, ja, also herzlichen Dank, Respekt nochmal und tolle Wette, Gruß ins Hallenbad nach Einbeck, danke an Hartmut und sein Team, wir sehen uns nachher noch, wenn es darum geht, wer wird Wettkönig. Toll.
12 Taucher waren es. Solche Sachen muss man sich merken und solche Sachen muss man wissen, wenn man bei unserem Superfan mitmachen möchte. Unser T-Online-Spiel ist das, da geht es nämlich. Das okay. ist gut, ja. Danke. Das Jetzt. Ist sehr gut. Sehr gut, ja. Was hat der Mann, was ich nicht habe? Schwarze Brusthaare. Die gibt es aber zum was steht da eigentlich? Es ist... Weißt du, was da steht? Weißt du es auswendig? It's French, it's Französisch. French. Das heißt, each to their own taste. Jeder Aha. das Seine, jedem das Seine. Have you got a hairy chest? Hast du auch da Haare auf der Brust? Zeig's nee, mir. Nee, aber erst ganz weit unten. Aber auf jeden Fall, Robbie. Ich wollte auch ein paar vernünftige Fragen stellen. Aber es hat auch gar keinen Sinn. Ja. Bitte nicht, keine vernünftigen Fragen. Es gibt jetzt ein neues Album von dir mit den größten Hits und das war auch ein Lied, das neu drauf ist. Es ist kein... Nimm die Hand da. Es ist keiner von diesen Swing-Titeln dabei, die du bei uns damals gesungen hast und die ich wunderbar fand. Wie sind die bei deinem jugendlichen Publikum angekommen? Nun, das, was ich damals gemacht habe, Swing, das war was anderes. Das war eine andere Geschichte. Dir geht's gut, ja. Also, das war etwas ganz, ganz anderes. Eine andere Karriere. Zweite Karriere. Weißt du, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so ist, aber das ist meine Pension. Wenn ich also alt werde, dann mache ich das da. Entschuldigung, ich halte das nervlich nicht mehr durch. Ich wollte gerade, das halte ich nervlich einfach. Das halte ich, das ist einfach... So, also, jetzt machen wir ihn. Ja, Bobby. Jetzt habe ich auch eine blonde und eine dunkle. Ich fange an, dich zu verstehen. Ja. Well, you know how it ja, weißt du, es ist doch ein tolles Gefühl, Thomas, It's good oder? To be king. Ich freue mich, wenn ich der König bin. Plus, ich befürchte, ja, deine beiden meinen das ernst, meine sind Schauspielerinnen. Naja, es ist...